Hey Leute, ich bin's Benni vom Aquapuristenkanal und heute ist Tag 2, an dem ich ein Boot hatte, beziehungsweise mit dem Boot gefahren bin. Ja, erstmal wieder die positiven Sachen. Das Boot war jetzt eine Nummer kleiner, war irgendwie besseres Gefühl, mit einem kleineren Boot rumzufahren, obwohl jetzt nicht so hohe Wellen waren. Waren es dann mit dem kleinen Boot doch wieder ganz gut schaukelig, aber ja, das macht mir ja Spaß, sowas. Das war alles top. Ich habe heute mehrere Probestellen abgefahren. Also ich habe jetzt alles, was ich so an Probematerial mitnehmen wollte, habe ich fertig. Das ist schon mal gut. Das ist quasi das Hauptziel, was da jetzt mit verbunden war, ist schon mal fertig. Ich habe auch einige Habitate, potenzielle Habitate von den Limnocaridina mir angeschaut. Ich bin mir auch relativ sicher, dass ich eine gesehen habe. Natürlich nicht auf Kamera, weil ich an so einem Büschel Schilf dran gezogen habe und dann ist halt was sehr gerade weggeschwommen. Ich bilde mir ein, dass es eine war, aber naja, ich werde es nie mehr erfahren. Und das Problem in Anführungszeichen ist, wir haben einige Stellen angefahren, wo dieses Schilfzeug sehr weit ins Wasser reinwächst und da unten drunter, also das ist da, weiß ich nicht, 3-4 Meter tief, wenn das so ein dichter Teppich davon ist, ist unten drunter halt wirklich stockfinster. Da kommen dann so die Urinstinkte raus, dass man dann irgendwie denkt, oh, nachher sitzt da doch das Krokodil. Das macht dann irgendwie nicht so richtig Spaß, da rein zu kriechen. Trotzdem ein bisschen gemacht, wie gesagt, ohne jetzt den größten Erfolg, aber ich bin zumindest auf dem richtigen Weg. Dann, was ist sonst noch passiert? Mir geht es deutlich besser als gestern, das ist schon mal gut. Gestern, ja, war ich ja sehr angeschlagen, hatte dann auch durch den Sonnenbrand diese Wärme und das ist heute irgendwie alles weg, das ist schon mal sehr gut. Was gibt's noch Positives? Wir sind so ganz in die, nördliche Richtung gefahren, soweit wir jetzt irgendwie fahren wollten. Hab dort auch ein paar Äffchen gesehen. Ich nehme an, dass ihr die auf dem Video nicht sehen werdet. Die GoPro hat ja keinen wirklichen Zoom. Das heißt, ich konnte sie gut sehen. Die waren vielleicht so 30 Meter entfernt. Und als wir dann später mit dem Boot dran vorbeigefahren sind, nochmal so, ja, vielleicht 20 Meter. Aber mal gucken, ob ich das irgendwie mit der GoPro, ob man das nachher sieht. Das werdet ihr jetzt hier sehen. Ich mache mir da nicht allzu viel Hoffnung. Trotzdem fand ich es cool. Affen sind immer wieder spannend. Auch wenn ich jetzt nicht der typische Affentyp bin. Also ich muss jetzt, hier ist ja ganz in der Nähe der Gombe Nationalpark mit den Schimpansen. Da muss ich jetzt nicht unbedingt hin. Weiß auch nicht, das reizt mich irgendwie nicht, da die Schimpansen zu jagen. Insofern bin ich schön im Wasser geblieben und habe da alle möglichen Fische, Schnecken, Garnelen gejagt. Also im Positiven, mit der Kamera natürlich nur gejagt. So richtig großartige negative Sachen sind auch gar nicht passiert. Vielleicht was noch so ein bisschen nervig war quasi. Ich bin losgefahren. Wir sind zunächst einmal kam mein Guide quasi, der hier von der Lodge mitgekommen war, der eben sehr gut Englisch kann. Der sagte heute Morgen, nee, er kann leider nicht mit, er hat was anderes zu tun. Hatte den Captain dann schon hier hingeordert, dass er mich da quasi hinführt, wo sie denn starten. Ja, das heißt aber, heute ging es nur mit Händen und Füßen und meinen 10 Wörtern, die ich irgendwie so aufgeschnappt habe. Ich bin überhaupt kein Sprachtyp. Trotzdem ist es so, wenn man umgeben von Leuten ist, die die eigene Sprache oder auch Englisch oder irgendwas, was man kennt, nicht können, dann muss man einfach so ein paar notwendige Wörter lernen. Ja, das würde ich jetzt nicht drauf wetten, dass das bei mir nachher zur Verständigung reicht. Aber wenigstens das Notwendigste kriegen wir halt irgendwie hin. Am Anfang konnte ich auch noch eine Übersetzungs-App benutzen. Irgendwann waren wir so weit weg, dass da auch kein Handyempfang war. Was mich schon fast gewundert hat, weil auf dem Malawisee war sogar mitten auf dem Seeempfang. Aber gut, hat dann da aufgehört. Wir waren jedenfalls dann losgefahren bei der ersten Probestelle, in Anführungszeichen. Das war jetzt diese, wo so viel Schilf auch überhing. Da bin ich ins Wasser gegangen, beziehungsweise habe mich da vorbereitet und festgestellt, ich hatte meine Schwimmbrille nicht dabei. Die hatte ich gestern Abend an der Dusche oder in der Dusche sauber gemacht und dann dort aufgehängt. Und offensichtlich habe ich sie heute Morgen dort hängen lassen. Ich habe das mal versucht, so wie die Einheimischen hier, einfach Augen auf, unter Wasser, man sieht gar nichts. Also, ihr kennt das aus dem Schwimmbad.
da ist, nee, da sieht man einfach nichts. Leider hat Wasser und Luft dann doch einen zu unterschiedlichen Brechungsindex, als dass man da irgendwie scharf sehen könnte. Okay, gut, das war im Prinzip das. Dann musste ich also anrufen und gesagt, ja hier, ihr habt doch bestimmt einen Schlüssel für das Zimmer. Könnt ihr das mal holen und mir einen, ja hier gibt es ja diese Motobaros, also quasi ja, Roller oder Motorrad-Taxis. Die hätten mir sicherlich gerne diese Brille gebracht. Allerdings kriegte ich dann einen Rückruf. Nein, wir haben überhaupt keinen Schlüssel. Also du hast den einzigen, den wir haben, mitgenommen und du musst jetzt wiederkommen. Gut. Meine eigene Schuld. Bin dann halt zurückgefahren, hab die Brille geholt. Jetzt auch kein großes Problem. Aber hat natürlich irgendwie Zeit gekostet. Und ja, immerhin weiß ich jetzt, dass sie keinen anderen Schlüssel haben. Und meine ganzen Sachen, die ich immer schön, wenn ich weggehe, irgendwo verstecke. Also Computer, weiß ich nicht, was ich da noch so rumfliegen habe. Auch die restlichen Kamerasachen, die ich nicht mitnehme oder so, die versuche ich immer so gut es geht irgendwo zu verstecken. Und da brauche ich jetzt eigentlich keine Angst haben, wenn sie selbst keinen Schlüssel haben. Na gut, immerhin sowas. Dann vielleicht noch, wie gesagt, mir geht es soweit wieder besser. Ein bisschen schnaufe ich noch. Das kommt von meiner Mückenabwehr, würde ich mal vermuten. Dafür mache ich abends immer die Klimaanlage an und lasse dann nachts noch diesen Propeller kreisen. Ich werde euch das nochmal irgendwann im Detail zeigen. Ich wollte das vorhin machen, aber da fing gerade wieder der Muezzin an zu schreien. Ja, ich würde es irgendwann mal machen in einem stillen Moment. Wahrscheinlich ist vormittags gut, habe ich festgestellt. Ab mittags fangen die vermehrt an zu rufen. Das soll jetzt auch nicht irgendwie abwertend klingen oder so. Das ist ja hier normal. Bei uns gibt es auch Kirchenglocken, die rund um die Uhr bimmeln. Und ich bin froh, dass ich nicht direkt daneben wohne. Also alles gut. Ja, gestern Abend hatte sich nochmal ganz gut mein Magen umgedreht. Ich wusste jetzt auch, woher es kam. Nämlich nicht nur der Sonnenbrand, sondern auch sehr scharfe Cassava-Chips. Das ist Cassava ist so ein, ja, wie so eine Art Yams. Das ist eigentlich hier die. Ja, eins der Grundnahrungsmittel, würde ich mal sagen. Den hatte ich in Dar es Salaam so eine Packung von gegessen. Das hat mir ordentlich auf den Magen geschlagen. Und ich hatte das schon auf was anderes zurückgeführt. Ich habe nämlich 2 Tage hintereinander beim gleichen Restaurant quasi zu Abend gegessen. Meine eigene Regel quasi gebrochen. Denn wenn man irgendwo isst, egal was, irgendwo an der Straße und es 24 Stunden später einem nicht so wirklich gut geht, auf keinen Fall an dem gleichen nochmal essen. Ja, das hatte mir ganz gut gefallen, deswegen war ich da nochmal. Aber glücklicherweise lag es da wohl nicht dran, denn jetzt geht es mir wieder gut. Alles wunderbar und ja, das Abenteuer kann weitergehen. Ich habe wahrscheinlich wieder eine Menge vergessen. Das nehme ich dann nachträglich nochmal auf oder ihr seht das dann auch, wenn es soweit ist. In dem Komplettzusammenschnitt vielleicht noch so als, ja, was nicht so angenehm war, ja, diese Langarm-Shirts. Ich hatte eins mit Rollkragen, eben wegen dem starken Sonnenbrand. Das ist relativ nervig, egal wo ich bisher schnorcheln war, egal was ich getan habe. Also wo war ich, Galapagos, Baikal, Malawi und jetzt hier auch. Sonst wo immer schnorcheln, egal was ich versucht habe, immer einen Sonnenbrand gekriegt. Also ich habe mich wirklich eingecremt wie ein Eskimo. Komplett weiß. Vielleicht kann ich hier mal ein paar Bilder von meinen Beinen zeigen. Die hatte ich heute Morgen mal aufgenommen. Ich hoffe, man sieht das. Die waren einfach komplett weiß. Und trotzdem hatte ich nachher einen, ja, Sonnenbrand an den Beinen. Jetzt glaube ich nicht. Ist jetzt ein bisschen schuppig. Da schuppt schon die Sonnencreme. Ja, also Rücken, Nacken, Ohren ist irgendwie ausgesetzt. Ich habe dann auch immer schon hier das Handtuch um, Kappe und wenn ich dann irgendwo unterwegs bin, ne, hier so Nacken noch und die Ohren noch irgendwie geschützt, wenn ich in der prallen Sonne mittags Proben aufnehme oder irgendwas durchsiebe oder so. Ja, ich denke, das war es erstmal. Ist ja auch schon wieder fast 10 Minuten das Video. Es wird definitiv noch ein paar spannendere Sachen geben. Ich habe ja jetzt immer hier schon so ein bisschen was eingeblendet und wenn ich dann hier gerade hier sitze, dann fällt mir nachher irgendwie doch gar nicht ein, was an dem Tag alles passiert ist. Vielleicht sollte ich dann vorher die Videos nochmal schauen, aber dafür mache ich das ja hier. Das ist nur das, was mir quasi direkt aus dem Kopf sprudelt, das mir gerade auffällt. Vielleicht noch als kurze Ergänzung, weil ich das ja gestern gesagt hatte, von wegen, es kommen immer Kinder, es kommen andere, die dann natürlich auch irgendwo teilweise betteln.
Ich handhabe das eigentlich immer so, dass ich kein Geld irgendwie so rausgebe. Das mag jetzt der ein oder andere falsch finden, aber wenn mir da jetzt jemand seine Tochter mit offenen Beinen vor die Nase hält, dann kann ich da nichts zu sagen. Ich bin kein Arzt, ich weiß nicht, was man da jetzt unbedingt machen soll. Und wenn ich da aber jemanden habe, wo ich sehe, die sind bemüht, dann mache ich das eigentlich so, wie man das vielleicht auf dem Flohmarkt auch macht, wenn irgendwelche Kinder da sind. Dann wird halt eine Tüte Erdnüsse verkauft für, weiß ich nicht, 500 Schilling und ich gebe dann halt deutlich mehr. So in die Richtung. Hab das heute dann auch mit diesen, na, wie heißen sie? Zuckerrohr. Ich hatte nur das englische Wort im Kopf. Zuckerrohr, genau. Da kam nämlich jemand mitten während der Fahrt quasi mit einem Boot zu uns hin, kam rübergeklettert, hatte ein paar Säcke dabei und alle fingen auf einmal an, Zuckerrohr zu essen. Ich habe dann auch was davon gekriegt und als hier Zahnspange nicht so ganz bewanderter schaffe ich das natürlich nicht und glaube, selbst wenn ich das nicht hätte, würde ich das nicht so schaffen wie die, einfach reinbeißen, die Schale abziehen und weg damit. Nee, das kann ich nicht. Ich habe dann die gute alte Musungu-Methode ausgepackt. Musungu ist immer fremder, weißer, aber das ist eigentlich relativ neutral, also ist jetzt nicht irgendwie Schimpfwort oder so. Und hab dann mein Taschenmesser ausgepackt, entsprechend geschält, mir ein paar kleine Scheibchen abgeschnitten und kann an der Stelle als Tipp geben, wenn die Internodien, also diese kleinen Ringe, nah zusammen sind, dann meint man zwar, man hätte mehr Arbeit beim Schälen, aber genau das Gegenteil ist der Fall, weil je enger diese Dinger zusammen sind, desto frischer ist quasi der Neuzuwachs, das heißt, es ist noch weicher. Wenn ich so eine große Zuckerrohrstück da habe mit großen Ethanodienabständen, also mit großen Abständen von den Nodien so rum, dann ist das Ding schon super hart und ich kriege das mit meinem kleinen Taschenmesser nicht geschält. Da wurde ich dann freundlich darauf hingewiesen, dass ich doch besser die kleinere nehme. Wieder was gelernt. Ich finde dieses Zuckerrohr eigentlich immer ganz angenehm. Noch angenehmer wäre es, wenn es schon gepresst ist, aber ja, auch Scheibe von abschneiden und drauf rumkauen. Ganz okay. Natürlich fliegt dann der Rest in den See. Ja, bei den Einheimischen fliegt viel in den See und bei dem Zuckerrohr kann ich das sogar noch vertreten. Also da habe ich mehr oder weniger mitgemacht. Was soll ich auch machen? Soll ich jetzt die Schalen in das Boot schmeißen? Da guckt man mich auch blöd an. Und bei dem Zuckerrohr, ja, das zersetzt sich halt. Ne? Das ist ja dann auch kein Problem. Alles klar. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.